Willkommen Leute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Herzlich willkommen Leute. Ja Leute, wir werden heute mal was richtig Cooles machen, denn es gibt ein Gebäude genau dort drüben. Moment, da ist es auf der anderen Seite genau, das ein paar Türen hat. Und diese Türen werden wir heute mal auschecken. Wenn dir aber jetzt das Video gefallen sollte, vergiss natürlich nicht, eine positive Bewertung kostenlos dazulassen. Genauso wie ein Abo kostenlos dazulassen, würde mich mega freuen. Und Leute, eine Sache, die ich noch ganz kurz ansprechen wollte, ist, ich habe momentan auch ab und zu mal Bock, ein paar Fortnite-Livestreams zu machen. Und wenn ihr Bock habt darauf, dann könnt ihr einfach mal vorbeischauen, Leute. Ich mache die einfach mal ab und zu spontan. Genauso wie so ein paar Fortnite-Videos. Es werden auch weiterhin Minecraft-Videos kommen. Deshalb bitte tut mir einfach mal einen Gefallen und lasst bei diesen Fortnite-Videos nicht sinnlos Hate da. Das führt zu nichts, weil es wird ja weiterhin Minecraft geben. Und wenn ihr keinen Bock habt auf die Fortnite-Videos, dann könnt ihr die ja einfach ignorieren. Aber bitte lasst dann den anderen Leuten den Spaß. Und ja, also nur damit ihr Bescheid wisst, und das würde mich mega freuen, wenn ihr euch da einfach nett verhalten könntet. Und so sieht's aus, Leute. Also, ich würde sagen, Leute, wir gehen mal rüber zum Gebäude, denn ich habe ja schon erwähnt, dort hinten ist ein Gebäude und dieses Gebäude ist ziemlich komisch. Wir haben viele verschiedene Türen und wir haben farbige Türen, ist das Lustige. Also jede Tür sieht anders aus, oder? Ja, jede Tür sieht tatsächlich anders aus, wobei man sagen muss, der Blauton sieht da schon recht identisch aus, aber es ist immer noch ein anderer Blauton, der da und der da. Ich würde sagen, Leute, wir gehen einfach mal rein und werden uns dort alles anschauen. Also hier sehe ich eine gelbe Tür, dort ist nichts drin. Eine Glowstone-Lampe. Zur schwarzen ist... Oh, zwei Glowstone-Lampen. Heute werden wir mal ganz kreativ. Die pinke Tür ist wieder gleich. Also so langsam werde ich das Gefühl nicht los. Ich schau mal ganz kurz, ist hier drumherum noch irgendwas? Vielleicht eine andere geheime Tür oder sonst was? Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier irgendwie nur so eine... Ja, so ein Blockhaus. Es ist ja wirklich ein Klotzhaus. Wenn man das Ganze mal vergleicht mit diesen mega großen Villen, dann ist das wirklich ein Klotzhaus. Wir schauen trotzdem mal in alle Türen rein. Rote Tür ebenfalls, nur ein Glowstone-Block. Gehen wir weiter. Die blaue Tür ebenfalls ein Glowstone-Block. Die türkise Tür ebenfalls ein Glowstone-Block. Die orangene, es ist der gleiche. Die grüne, es ist ebenfalls nur ein Glowstone-Block drin. Leute, also die Kreativität hält sich hier, würde ich mal sagen, in Grenzen. Die grüne Tür, natürlich auch das gleiche. Die blaue Tür, das gleiche. Die violette, das gleiche. Die orangene. Okay, also langsam verstehe ich ja wirklich nicht, wenn das jetzt hier die ganze Zeit so weitergeht, dann weiß ich auch nicht weiter. Wir schauen einfach mal nach oben. Es sind ja nicht mehr so viele. Einmal ganz kurz durchrennen. Das ist eine normale Tür. Es ist wieder das gleiche, natürlich. Die pinke, das gleiche. Hier auch. Oh, hier wird es ganz kreativ, Leute. Hier haben wir gar nichts drin. Also, ich muss sagen, die Leute, die das Haus hier dekoriert haben, haben sich ja wirklich sehr viele Gedanken gemacht. Besonders in diesem Raum. Da muss man einfach mal ein Lob aussprechen. So, und hier wird genau das gleiche. Okay. Das ist jetzt aber mal merkwürdig. Wir haben eine Tür. Aber ganz im Ernst, so leer wie das Haus hier war, da kann sich doch gar nichts hinter verbergen, oder? Moment, wir schauen mal rein. Nö. Was passiert jetzt, wenn ich hier die Tür zumache? Dann passiert gar nichts, oder? Nö. Nicht wirklich. Naja, ich würde mal sagen, wir gehen dann wieder raus und... Hä? Don't stop jumping? Play. Hä? Was? Wartet mal. Was ist das denn jetzt? Wir müssen einfach die ganze Zeit springen? Hä? Wartet mal. Moment. Hä? Ich darf nicht aufhören zu springen. Wenn ich aufhöre zu springen, sterbe ich. Warum muss ich mir das denn jetzt antun? Ich darf... Okay, das ist aber eine sehr interessante Sache, dass ich jetzt hier auf einmal die ganze Zeit springen muss. Hab ich auch so in der Art noch nie erlebt. So, Tutorial completed. Wir müssen also tatsächlich hier einfach die ganze Zeit durchspringen. Hä, aber kann ich auch so langsam springen? Ja, so langsam kann ich auch springen, das ist ja auch noch ganz nett. Aber Leute, wir sind natürlich Profis, was Jump'n'Runs angeht. Das ist natürlich gar kein Problem. So, jetzt geht's hier weiter. Und diese gelben Blöcke sind quasi so diese Startlinie. Das heißt, ab dieser gelben Linie darf ich dann, ja, muss ich dann weiter die ganze Zeit springen. So, ist natürlich gar nicht mal so einfach am Anfang, wenn man keine Ahnung hat, wo man entlang rennen muss. Aber theoretisch, das geht. Das ist machbar, Leute. Das ist auf jeden Fall machbar. Gar kein Problem für uns. Zack, zack, zack. Und da sind wir an der nächsten Stelle. So, der gelbe Block wieder. Zack, hier nach oben. So, Leute, wir machen... Wow!
Wir haben auf einmal so einen Boost-Effekt bekommen. Das war ja mal mega verrückt. So, wir machen mal hier neu. Zack. Diesen Boost-Effekt. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Und der verwirrt ja ganz schön. Besonders der kommt ja ganz schön plötzlich. So, zack. Alter! Das ist ja mal total verrückt. Also, doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Moment. Okay, schon wieder. Ich darf wahrscheinlich nicht sprinten, oder Leute? Ich darf nicht sprinten. Moment. So. Aber sobald ich aufhöre zu sprinten, sterbe ich. Oder? Kann man das so sagen? Ja, so geht's auf jeden Fall. So geht's auf jeden Fall. So, jetzt ist der Effekt weg. Ich habe einfach aufgehört zu sprinten. So, jetzt hier wieder. Bloß aufpassen. Jetzt geht er wieder weg. Also, ich muss sagen, das verwirrt auf jeden Fall schon ein bisschen. Und war eine Schippe schwieriger als gedacht. Natürlich sterbe ich jetzt hier auch wieder. So, zack. Und hier, bestimmt Jump Boost. Ne, das war mir klar. Weil wir sonst gar nicht da hoch hätten kommen können. So, jetzt aber nochmal. Aber aufpassen. Jump Boost. Und... Hä? Da konnte ich gar nichts machen. Ich bin einfach gestorben, obwohl ich da gar nichts machen konnte. So, wieder rüber, wieder rüber. Man darf hier keine Zeit verlieren. Das ist total verrückt, Leute. Warum bin ich denn jetzt gestorben? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Okay. So einige Sachen verstehe ich hier auf jeden Fall nicht. So, und wieder weiter. Und wieder... Okay, Leute, da ist irgendwas faul. Das kann ja irgendwie nicht der Ernst sein, dass ich hier die ganze Zeit sterbe, obwohl ich weiter renne. Kann es sein, dass ich da... Ah, okay, ich verstehe. Klar, das macht natürlich Sinn. Ich darf da auf diese roten Blöcke gar nicht erst kommen. So, genau. Hier, und jetzt einmal ganz nach oben auf die Pressure Plate. So, Leute, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Hier geht es dann weiter entlang und ich überspringe einfach die pinken Blöcke. Hä? Okay, dann wird man hin und her geportet. Überspringen kann man die Blöcke, glaube ich, gar nicht. Also ich wurde auch einfach geportet, obwohl ich den Block gar nicht berührt habe. Das heißt hier... Alter Schwede, okay. Leute, es wird immer schwieriger hier. Das kann man gar nicht begreifen. Lol. Leute, was ist das denn? Es wird immer verrückter. Moment. Zack. Hier entlang, genau. Hier entlang sollte es richtig sein, hoffe ich mal. So, ich suche mir jetzt meinen Weg irgendwie zusammen. Oh, ich suche mir meinen Weg zusammen. Das Wichtigste ist ja einfach nur, dass ich die ganze Zeit springe. Ich muss ja nicht mal sprinten. So, zack, jetzt hier. So, hier entlang. Hier entlang. Und ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich wieder da sterben. Deswegen, ich gehe das Risiko gar nicht erst ein. So, zack. Und einmal... Na, es ist so schwierig, Leute. Es ist so schwierig. Man stellt sich das Ganze wahrscheinlich einfacher vor. Aber ich kann euch eins sagen, es ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Och, nee. Es ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Es ist wirklich schwieriger als gedacht. So, jetzt hier. Einmal rüber, hier rüber. So, nochmal, Leute. Nochmal, alle guten Dinge. Ich gehe mal drauf und... Nein, tatsächlich, es hat geklappt. Aber jetzt bin ich an der gleichen Stelle gelandet wie gerade. Von daher hat mir das im Endeffekt gar nichts gebracht. So, und... So, zack. Und jetzt hier rüber. Perfekt. Und jetzt noch zum Ende. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Aber es wird immer schwieriger. Das ist gerade so ein bisschen... Hä? Das ist ja ein bisschen problematisch, würde ich mal behaupten. Warum darf ich das nicht berühren? Hä, ich darf das berühren, aber irgendwie bin ich... Ich bin gestorben, obwohl ich... Aber wir werden langsamer. Hier dürfen wir gar nicht mehr sprinten. Ich verstehe. So. Ey! Hä? Was? Moment. Okay, das war jetzt mal... Das war wirklich verrückt. Ich verstehe es nicht. Also, die Map, die trollt mich auf jeden Fall auf dem höchsten Level, könnte man fast sagen. So, ich habe jetzt einfach die ganzen Sachen hier übersprungen. Jetzt haben wir so einen Wither-Effekt bekommen. Was? Zur Hölle, Leute. So. Hä? Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Was? Hä? Jetzt bin ich wieder hier gelandet, wo wir quasi gestartet sind. Also, dieses Haus mit den ganz vielen verschiedenen Türen, das will... Ah, das will mich auf jeden Fall trollen. Kann es sein, dass eine Tür für ein Level von dieser Jump-and-Run-Map steht? Ist das möglich, Leute? Klingt das irgendwie sinnvoll oder klingt das sinnlos? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich mache die Türen auf jeden Fall nochmal lieber zu, bevor da irgendwas passiert oder sonst was. Hinterher kommen da Monster raus oder, ne? Ich glaube, bei diesen Türen ist alles möglich. Da oben habe ich auch alles zugemacht. Also alles bestens, Leute. Dann sind wir wenigstens auf der sicheren Seite und müssen uns keine Sorgen machen, dass wir heute Nacht doch sterben. Denn das wäre natürlich überhaupt nicht gut. Ja, Leute, also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da. Vergesst nicht, dann den Kanal zu abonnieren, zu liken. Und wie gesagt, wenn Fortnite-Videos kommen, Leute, würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal ein Like da lasst und nicht sinnlos hatet, weil das führt zu nichts. Und ich weiß, ihr seid alle klasse Leute. Deshalb, Leute, einfach mal
gechillter sein, nett sein, aber das seid ihr ja sowieso immer. Von daher, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.